Jeder Esperantist war nach Stalins Ansicht ein Mitglied einer ausländischen Verschwörerbande. Und so war es ja, dass viele Esperantisten der Sowjetunion hingerichtet wurden. Und wir persönlich kennen ja einige davon. Und schließlich alle verfolgt wurden, die irgendwie bekannt waren. Mein Freund Erich Rödel, Esperantist aus Leipzig, der bekam eine Einladung in die Sowjetunion zu früheren Soldaten hier, die er untergebracht hatte illegal und versorgt hatte, obgleich er zu Hause kleine Kinder hatte, die ja viel schwatzen. Und diese Russen in ihrer Dankbarkeit haben ihn dann eingeladen. Erich Rödel war in Russland und als er zurückkam, da offenbarte er mir, dass all diese Gräuelnachrichten, sogenannten Gräuelnachrichten von den Hinrichtungen und Verfolgungen gegen Esperanto wahr sind. Dass er in Leningrad war und dort eine Esperanto-Gruppe besucht hatte, dass von dieser Esperanto-Gruppe keiner war, der weniger als 6 Jahre Zwangsarbeit hatte. Wann war das? Mach mal Pause. War das? Das war 1962. Ja. Ja, aber sie ließen nicht locker und haben trotzdem immer wieder versucht, etwas für die Offizialisierung des Esperanto in der DDR zu tun damals, ja? Ja, wir hatten auch mal, Paul Wandel war Minister für Volksbildung in der Zeit, von der ich sprach. Später war ein anderer Minister für Volksbildung, der Name ist mir im Moment entfallen, der war mal in Neuruppin und sprach hier bei der Kreislehrerkonferenz und ich hatte da wieder, wie üblich, eine Ausstellung unseres Friedensrates und die wurde nun auch bewundert vom Minister für Volksbildung. Benzin. Und wir unterhielten uns dann darüber und kam natürlich zur Sprache, dass das nur durch Esperanto möglich ist. Und so sprachen wir dann über Esperanto. Zum Beispiel bemängelte ich, dass wir keine Lehrbücher haben. Er erwiderte, naja, dazu haben wir kein Papier. Ich sagte, komm, wir gehen mal hin zur Nationalen Front. Da zeige ich dir papierzentnerweise, dass die Nationale Front nicht umsetzt an Plakaten und Broschüren und so. Sagt er, naja, ich weiß, sagt er. Und dann sagt er, na, die paar Bücher, die ihr braucht, die kann man doch aus dem Westen organisieren. Naja. Aber ein paar Wochen später kam der Schulrat zu mir bei einer Sitzung und sagte mir, Ludwig, mir haben sie den Kopf gewaschen deinetwegen durch den Minister. Also hat dieser Minister tatsächlich versucht, ein Wort einzulegen für unsere Sache, und ist dann abgekanzelt worden und hat das nun weitergegeben, unseren Schulrat. Da muss ich gleich auch sagen, dass ich bei unserem Schulrat nun immer viel Unterstützung hatte in allen. Zum Beispiel brauchte ich mich gar nicht abzumelden, wenn eine Sitzung war des Deutschen Friedensrates oder des Bezirksfriedensrates
oder ich sonst wie unterwegs sein musste. Da habe ich dann selbst organisiert die Vertretung meiner ausfallenden Stunde und habe sie verlegt. Und das war eigentlich immer unsere Sache, unsere eigene Sache. Ja, und ich habe mal viele Dinge, die damit zusammenhingen, an Antworten und Schreiben aufgehoben, im Fall sie mal interessant werden in späteren Zeiten. Was sind das zum Beispiel für Sachen? Ja, da muss ich nun wieder reingucken. Ich habe hier so viele Jahre nicht mehr reingeguckt, dass sie mir selbst entfallen sind. Also hier ist eine Zuschrift von der Wochenpost oder eine Durchschrift, in dem jemand kritisiert wurde, der gegen einen Artikel auftrat, in dem Esperanto als ein gescheiterter Versuch bezeichnet wurde. Und wo man sich stützte auf einen Professor Dr. Meyer. Das ist sehr lustig und interessant, weil dieser Professor Dr. Meyer von einem Saulus zum Paulus wurde, ja? Oder ist das umgekehrt? Ja, also er war ein führender Linguist und wenn das Zentralkomitee oder Politbüro oder Volksbildungsministerium nach Rat fragte, nach sachlichen Rat fragte, dann unterstützte er die ablehnende Haltung gegen Esperanto. Und später wurde er aktives Mitglied des Esperanto-zentralen Arbeitskreises. Ja, und so war das eben. Wo gibt es denn den entscheidenden Durchbruch dann hin zur Anerkennung? Es war nicht leicht, das zu sagen. Es ging Schritt um Schritt. 1959 fand der Universale Kongress des Esperanto in Warschau statt. Und da hatte die Warschauer Regierung an unsere Regierung die Bitte gerichtet, eine Esperanto-Delegation zu entsenden. Naja, das war so eine offizielle Sache, da konnte unsere Regierung nicht gut kneifen und sie beauftragte den Deutschen Friedensrat, eine Delegation zusammenzustellen. Der Deutsche Friedensrat setzte sich mit mir in Verbindung und wir stellten dann eine 10-köpfige Delegation zusammen. Das war praktisch ein großer Sieg. Erstens mal war das eine Anerkennung direkt vom Deutschen Friedensrat, indirekt von der Regierung. Und der Deutsche Friedensrat nun im Auftrag bezahlte alles, was damit zusammenhing. Und wir waren somit eigentlich die erste Delegation im UEA, im Universalen Esperanto-Bund, die offiziell von einem Land geschickt wurde. Wir brachten dann den Deutschen Friedensrat in Erstaunen, wie schon öfter vorher, in ähnlichen Fällen. Der Deutsche Friedensrat hat uns so ausgestattet mit Zloty, dass wir nicht wie arme Ostbrüder auftreten sollten, sondern in mittleren Hotels schlafen sollten. Aber
Das zerschlug sich dann in Warschau.